von oben fallen munter, lachen alle Töne runter. Dieses ist das Fundament, dass man unser Lied erkennt. Stellt sich hier ein neuer Musiklehrer vor. Der bewirbt sich nämlich heute auf diese Stelle. Wir haben in der Zeitung eine Anzeige geschaltet und machen heute ein Casting. Und ihr alle seid mitten in der Jury, um zu gucken, kann der das, dass der ein richtig guter Musiklehrer ist. Also wir suchen einen singenden Schulmeister, der in die Schulen geht und mit Kindern singt. Von dem ein paar Aufgaben, die er erfüllen muss. Aufgabe 1. Er muss uns einen Vortrag halten über das Thema, wie wichtig ist Singen? Wie wichtig ist Singen und wie toll ist Singen? Das soll er uns erstmal erzählen. Zweite Aufgabe ist, er muss uns motivieren. Das heißt, er muss selber uns was vorsingen und wir müssen gucken, kann der überhaupt singen oder kann der gar nicht singen? Müssen wir mal gucken. Aufgabe ist, er muss ein Einsingen machen. Einsingen bedeutet, wenn ich mit Kindern oder auch mit Erwachsenen singen will, das ist wie beim Sport, dann muss man sich mit den Muskeln aufwärmen. Das ist ein Aufwärmtraining. Und das Einsingen, damit man lange und gut singen kann,
braucht eben auch so ein Aufwärmtraining. Und das wollen wir, damit wir nachher genau wissen, was müssen wir da genau gucken, wie der das macht. Das müssen wir erstmal selber üben. Steht mal bitte auf. Wir machen ein Einsingen. Und Einsingen bedeutet, der Körper muss erstmal wach werden. Das heißt, wir strecken uns mal nach oben auf die Zehenspitzen und ganz nach oben greifen. Und ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben. Und Arme runter und Arme ausschütteln. Jetzt langsam von hinten nach vorne die Schultern rollen. Ganz langsam die Schultern von hinten nach vorne rollen. Dann von vorne nach hinten rollen. Andere Richtung. Super. Jetzt ziehen wir die Schultern einmal hoch und lassen sie fallen. Nochmal hoch und fallen. Und schütteln sie aus. So, super. Jetzt nehmen wir den linken Arm und kreisen ein bisschen an der Decke rum. Und jetzt verwandelt sich unser Zeigefinger in die Biene Willi mit W. Und Willi mit W, der summt auch auf dem Buchstaben W. Der macht mich. Mach mit. Oh. Geht da ganz runter. Anderer Finger. Anderer Arm. Der andere Arm ist ein Propellerflugzeug. Das macht. Oh. Und runterfliegen. Hochfliegen. Und runter. Und ein Looping. Und landen. Okay. Jetzt sind wir eine Horde Geister. Und die Geister, die grummeln und über. Und. Und auf den Buchstaben F, also auf F, atmen wir jetzt langsam aus und nehmen die Arme langsam runter. Wer kann am längsten ausatmen? Und. Super. Ein letztes Mal. Beim letzten Mal ausatmen und auf F leise hinsetzen. Und. Super. Das sind Übungen, die wir beim Einsingen brauchen. Müssen wir gucken, ob das nachher unser Kandidat auch kann. Vielleicht hat er ja auch noch andere Ideen, was man beim Einsingen macht. Dann, Aufgabe Nummer 4 ist Rhythmus. Das heißt, jede Musik hat etwas, was wir für einen Rhythmus brauchen. Die Basis für jeden Rhythmus sind die Pulsschläge in der Musik. Wir hören uns mal das Lied an, was wir gerade gesungen haben. Eine Hand nach vorne. Zeigefinger. Damit machen wir die großen Pulsschläge. Andere Hand. Wenn es große Pulsschläge gibt, gibt es auch kleine. Kann man auch hier machen. Achtung! Oder hier. Oder hier. Oder hier. Super! Dankeschön! Also, große und kleine Pulsschläge haben wir in der Musik. Die können mal langsamer, mal schneller sein. Und dann, wenn man sowas in der Musik schon gespürt und gehört hat, kann man auch Rhythmusmuster machen. Also Beispiele für verschiedenen Rhythmus. Ich spreche etwas vor, ihr sprecht mir nach. Achtung. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba.
Und wenn ich jetzt eine andere Sprache benutze, wenn ich jetzt die Sprache Today benutze, dann macht ihr Finger auf den Mund, dass ihr nicht nachsprecht. Mal gucken, ob das klappt. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Du, 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 day, du. Super. Und da müssen wir gucken, ob das unser Kandidat nachher kann. Wir spielen mal nachher, ihr gegen ihn. Mal gucken, wer da gewinnt. Dann die nächste Aufgabe. Aufgabe Nummer 5 wird sein, auswendig singen. Und dann als letzte Aufgabe, mit den Kindern ein Lied lernen, ein Lied einstudieren. Das heißt, der Lehrer muss zeigen, wie geht das mit euch. Und da bin ich gespannt, was passiert. So, jetzt haben wir alle Aufgaben schon mal vorgesprochen. Jetzt gehe ich mal gucken, ob der Kandidat schon da ist. Er kommt, seine Jacke. Bitte? Seine Jacke. Oh, die Jacke, ja. Weil ich kann ja nicht so da rumlaufen. Ich muss ja, damit das ordentlich aussieht. Es ist ja ein richtiges Casting jetzt. Und das muss, geht das so? Ist das okay? Ja. Okay. Wenn so ein Casting ist, muss das ja ein bisschen anständig aussehen. Deswegen habe ich die Jacke dabei. Jetzt gehe ich mal gucken, ob der Kandidat schon da ist. Mal schauen. Da ist er. Was ist denn hier los? Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Das ist schön, danke. Ist aber schön, dass Sie da sind. Komm, hier, kommen Sie mal nach oben. Kommen Sie mal nach oben. Angenehm, wie ist der Name? Senkel, mein Name. Senkel wie der Schnürsenkel. Senkel wie der Schnürsenkel. Ah, das ist aber. Bin ich hier richtig beim Casting? Ja. Beim was? Beim Casting. Casting? Casting. Ach, Casting. Ja, genau. Beim Casting. Und Sie bilden hier so wundervoll herum. Welches Amt üben Sie aus? Ich leite das Casting. Ach, Sie leiten das Casting. Ja. Ach ja, natürlich. Ja. Gut, dann casten Sie mal los. Aber legen Sie doch erstmal ab. Legen Sie doch erstmal ab, Herr Senke. Sie dürfen mir den Mantel nun abnehmen. Oh. Ja, ich lege den mal gerade hier zur Seite. Darf ich Ihre Tasche vielleicht auch zur Seite legen? Aber vorsichtig. Ja, selbstverständlich. Herr Senke, hier, das ist unsere Jury. Die Kinder der Schule sind heute mit in der Auswahlkommission und sie werden dann von uns allen begutachtet. Und wir haben ja mehrere Aufgaben. Sie sind ja hier unweit der großen Musikstadt Magdeburg, wo der große Telemann ja gewirkt hat. Ja, die Kinder wissen alle, wer Telemann ist. Der große Telemann, der große Erfinder des Handys. Ganz toller Mann. Was hat Telemann gemacht? Ein Komponist, ach, Herr Senkel. Der hat diese ganzen Klingeltöne komponiert. Oh, der Mann, ja. Viel von ihm gehört. Nein, also ich glaube, Herr Senkel, wir fangen mal an. Der scheint ja ein komischer Kauz zu sein. Wir fangen mal an, Herr Senkel. Fangen wir an, ich bin auch etwas nervös. Aufgabe 1, der Vortrag. Warum ist Singen so schön? Was macht Spaß am Singen? Können Sie uns das mal erklären? Ja, bitteschön. Singen ist das ganze Fundament, auf Deutsch der ganze Grund. Manch kahler Luppenhund, der dieses alles nicht versteht, spricht ja Do, Re, Mi, Fa, So, La, sei toter Musiker. Allein, es ist erlogen und erstunken, obgleich die dumme Welt oft Wasser hat getrunken, so stimmt mir doch jeder bei, dass Doppelbier viel besser sei. Stopp, Herr Senkel, nein! Man darf doch nicht Bier mit in die Schule bringen. Pardon. Das ist völlig verboten. Also wie kann man das? Das gebe ich gleich dem Schulleiter, weil das da ist. Zu wohl. Das wusste ich nicht. Oh, das ist mein Lieblingsgetränk. Aber Kinder, habt ihr verstanden, was?
er gesungen hat? Nein! Wer hat nicht verstanden? Herr Senke, das war ein bisschen geschwollen, oder? Ja. Gut, gut, dann schwelle ich wieder ab. Ja, besser abschwellen, ja. Also, Vortrag, das muss man leider mit einem Nein ankreuzen, weil die Kinder haben es nicht verstanden und ich auch nicht. Kannst du bitte mal ein Kreuz hier hin machen? Da. Nein. Dankeschön. Also, Herr Senke, Aufgabe 1. Vielen Dank. Aber, Herr Senke, jetzt Aufgabe 2. Motivation. Das heißt, Herr Senke singt uns ein Lied vor und wir müssen jetzt gucken, kann der überhaupt singen oder kann er nicht singen? Natürlich kann ich singen. Das wollen wir mal schauen. Bitte, Herr Senke, Aufgabe 2. Erwache zum Singen, ihr Kinder, seid bereit, seid bereit. Erwache zum Singen, ihr Kinder, seid bereit, seid bereit. Seid bereit. Motivation am frischen Morgen. Seid ihr bereit, Kinder? Ja! Seid ihr bereit? Ja! Da. Wow, da kann man mal klatschen. Da bin ich jetzt aber froh. Also wer von euch Kindern ist der Meinung, der kann gut singen? Oh, ich bin auch der Meinung, dass Herr Senke das... Ab jetzt geht's bergauf. Steil. Ganz, ganz steil. Steil bergauf. Bitte ein Kreuz machen bei Ja. Hier. Bei Ja. Ja, wir machen wir jetzt schon. Ja. Alles klar, vielen Dank. Also, Motivation hat super funktioniert. Jetzt kommt die Aufgabe 3. Unser Einsingen, Herr Senke. Beim Singen ist ein Einsingen ja ganz wichtig. Bitte zeigen Sie uns mal, wie funktioniert Einsingen. Die Kinder wissen genau Bescheid und Sie ja wahrscheinlich auch. Ja, kann losgehen. Tonleiter, Herr Senke, das müssen Sie auch vorher sagen. Aber Tonleiter ist ja ganz leicht. Singen wir eine Tonleiter. Oh! C, D, E, F, G, A, H, C. Singen ist das ganze Fundament. Auf Deutsch der ganze Grund. Ganz fabelhaft, Kinder, wunderschön gesungen. Ganz toll. Moment, Herr Senke, wir wollten ein Einsingen machen. Einsingen, einmal singen, ja, genau, das war. Nicht einmal singen, ein Einsingen. Kinder, ihr wisst ja, was ein Einsingen ist. Wer erinnert sich an das da? Was haben wir da gemacht? Mit der Bühne rumgeflogen.
Wir haben eine Biene fliegen lassen. Eine Biene im Winter? Ich glaube, es hackt. Nein, das ist doch... was haben wir noch fliegen lassen? Den Hubschrauber oder das Propellerflugzeug. Kinder, wir machen mal Herrn Senkel vor, wie das funktioniert. Aber aufstehen. Und wir haben zum Einsingen uns erstmal nach oben gestreckt. Nach oben, ganz hoch, ganz hoch. Und Arm ausschütteln. Und wir haben die Schultern kreisen. Schultern kreisen. Und von hinten nach vorne, ganz langsam, vorsichtig. Und vorne nach hinten. Wir haben die Schultern hochgezogen und fallen. Hoch und fallen lassen und locker ausschütteln. Wir haben den linken Arm nach oben genommen, haben ihn kreisen lassen und Willi die Biene fliegt auf W. Den Propeller. Runter. Hoch. Wir haben die Geister gehabt, die man. Warte, ein bisschen dran sind. Wir haben die Hände nach oben genommen, auf F ausgeatmet und. Nochmal. Und hinsetzen beim nächsten. Und. Herr Senkel, das wären Übungen, die man zum Einsingen benutzt und wo man die Stimme mit warm machen kann und aufwärmen kann. Kinder, wer von euch ist der Meinung, Herr Senkel hat die Prüfung, Vorsicht, bestanden? Ja. Wer ist der Meinung, er hat die Prüfung nicht bestanden und kann das nicht so gut? Herr Senkel, da müssen wir ganz kurz hier ein Nein ankreuzen. Das merke ich mir. Ja. Dankeschön. Also, die nächste Aufgabe, Herr Senkel, ist Rhythmus. Das heißt, Herr Senkel, du sollst uns jetzt erklären, wie funktioniert Rhythmus. Kein Problem, das ist mein absolutes Spezialgebiet. Rhythmus kann ich. Super. Dann bitte schön, Musik ab. Immer am Blut, Rhythmus hab ich wirklich gut, Rhythmus kann ich wirklich gut. Rhythmus ist in meinem Blut, Rhythmus ist in meinem Blut, Rhythmus kann. Ja. Du hast uns gerade nur ein Lied vorgesungen, aber du hast uns nicht erklärt, wie Rhythmus funktioniert. Du hast nur behauptet, du kannst Rhythmus. Ja, ich kann Rhythmus. Also erklärt hat das uns nicht. Wir wissen aber eigentlich doch, dass dem Rhythmus eine Basis zugrunde liegt, die ein Puls in der Musik ist. Kennst du Puls in der Musik? Ja, ich war letzte Woche beim Arzt. Kein Corona, alles gut. Keine Sorge. Kinder, wir müssen ihm zeigen, was ist der Puls in der Musik. Können wir die Musik nochmal haben? Eine Hand bitte nach vorne nehmen. Und. Das sind die großen Pulsschläge, Herr Senkel. Mach mal mit. Andere Hand, vielleicht wäre es besser. Wir können kleinere Schläge. Oh, und Achtung! Senkel, nein! Vielleicht geht das hier besser.
schön, vielen Dank. Ja. Also, Herr Senkel, Puls in der Musik, das musst du noch wirklich gut üben, glaube ich. Das ist noch nicht ganz so optimal. Aber wir haben ja noch eine Möglichkeit, wo Herr Senkel zeigen kann, was er kann. Wir haben ein Spiel, Herr Senkel. Das heißt, das Rhythmusspiel. Und dieses Rhythmusspiel bedeutet, ich spreche was vor und die Kinder und du antwortest. Ja. Okay? Okay, das klingt lustig. Wir probieren mal aus. Achtung. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Jetzt brauche ich ein Kind, was Herrn Senkel etwas vorspricht. Und Herr Senkel spricht es nach. Herr Senkel, kannst du hier oben stehen bleiben? Dann können dich alle besser sehen. Kannst du aufstehen, bitte, und Herrn Senkel einen Rhythmus vormachen? Achtung! Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Wer kann ihm noch einen Rhythmus vorsprechen? Kannst du bitte? Einmal aufstehen, bitte. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ein Rhythmus, der dir gerade einfällt. Ba, 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 ba. Oh Mann, Herr Senkel. Einen nächsten Rhythmus, bitte. Ba, 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 ba. Ein letzter Rhythmus, bitte, von da hinten. Kannst du wieder aufgehen? Und genau zuhören, wie der Rhythmus geht. Ba, 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 ba. Fast daneben ist auch ganz schön vorbei. Jetzt, Kinder, wir haben noch eine Möglichkeit. Wir haben noch eine Möglichkeit. Das Spiel mit den zwei Sprachen. Vielleicht schafft er das. Also, Herr Senkel, Ba darfst du nachsprechen und die andere Sprache Du und Du, Day. Okay? Wir probieren. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Herr Senkel, nein, die Kinder haben das richtig gemacht und du hast es auch richtig gemacht. Nein, du hast es nachgeschaut. Wir probieren. Also, wir spielen jetzt gegeneinander, Herr Senkel. Die Kinder spielen gegen dich. Leider steht es schon 1-0 für die Kinder. Ja, das hole ich auf gegen die Kinder. Ja, okay. Der war super. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Du, 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 der, du. Ah! 1-1, Herr Senkel, das war ja großartig. Großartig. Ich war etwas abgelenkt. Kinder, jetzt kommt der letzte Durchgang und der letzte Durchgang entscheidet, ob ihr gewinnt oder er gewinnt. Ba, 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 ba. Das läuft ja super. Das mit dem Rhythmus hat, ja,
suboptimal, könnte man das auch bezeichnen. Also nicht so gut. Wir haben aber noch eine Möglichkeit, Herr Senkel. Schau mal. Du bekommst jetzt ein Lied, was du auswendig lernen sollst. Weil in der Schule ist das ja wichtig, dass Kinder Lieder und Gedichte auswendig können. Das heißt, du bekommst jetzt von mir hier ein Lied. Was heißt denn auswendig? Wer kann Herrn Senkel erklären, was bedeutet auswendig? Im Sinne von ohne Noten. Ach ja, okay. Herr Senkel, das Lied ist ganz einfach. Guck mal, hier guckst du dir das mal an, dieses Lied. Herr Senkel. So, ach ja. Wie lange habe ich Zeit? Gute Stunde, wir sehen uns dann. Nein, nicht eine gute Stunde, sondern vielleicht 2 Minuten oder eine. Ja, geh doch mal in die Ecke und lern ein bisschen. Und genau, während er lernt, singen wir unser Lied nochmal. Oh! Ganz gut, du entfallen, alle Töne runter. Herr Senkel, fertig? Kann losgehen. Oh, es ging ja flott. Der konnte ja ganz schnell lernen. Ja. Bitte, los geht's. Moment, stopp. Herr Senkel? Ich denke, wie der Schnürsenkel. Die Noten, genau. Ich will die Noten wieder haben. Die Noten? Habt ihr Noten gesehen? Ja, zugesteckt. Herr Senkel, er wollte die Noten heimlich einstecken. Wahrscheinlich noch heimlich mittendrin mal kurz nachgucken, oder was? Ah. Herr Senkel, das wäre gemogelt. Mogeln. Sollen wir nicht. Und das in der Schule. Nein. Gut. Also, mal gucken, ob er sein Lied auswendig kann. Mal schauen, ob es funktioniert. Also wenn ich in der Schule ein Gedicht aufsage und dreimal hängen bleibe, Kinder, ein Nein. Wer ist für Nein? Nein, leider nein. Ich will hier hinsetzen. Okay. Habe ich jetzt noch eine Chance? Natürlich hast du noch eine Chance. Herr Senkel, ein Lied üben mit uns, ein Lied einstudieren. Hast du ein Lied dabei? Ja, ich habe eins dabei. Welches Lied kannst du denn? Das heißt so ähnlich wie
ganz von oben fallen munter alle Lachen, alle Töne runter. So heißt es. Wunderbar, das können wir auch. Und dann, vielleicht kann er uns ja noch was Neues zu dem Lied zeigen. Sind wir mal gespannt. Herr Senkel, bitte. Deine Aufgabe. Um euch recht gründlich anzuführen, so wollen wir was Kunstvolles probieren. Es hat noch niemand je so schön gemacht wie ich. Es geht nach Kanonart, ihr Kinder habet Acht. Herr Senkel, Augenblick. Herr Senkel hat gerade von Kanon gesprochen. Wer weiß, was ein Kanon ist? Ich glaube, das müssen wir vorher mal klären. Können wir das da? Super. Mehrere Stimmen, das heißt mehrere Gruppen, Herr Senkel. Und die dürfen sich nicht durcheinander bringen lassen, natürlich. Das heißt, du müsstest jetzt erstmal die Kinder in Gruppen aufteilen. Könntest du das mal machen? Kein Problem. So, dann nehmen wir mal die 1, die 2, die 3. Was war noch nach der 3? Die 4, die 6. Die 9 und der Rest darf sich's aussuchen. Herr Senkel, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Das sind aber merkwürdige Gruppen. Aber Kinder, wisst ihr was? Ich glaube, der weiß nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Wir machen es ihm einfach und helfen ihm ein bisschen. Ihr seid jetzt alle eine Gruppe. Ich zeige euch, wann ihr singen sollt. Und Herr Senkel singt vor und wir singen dann in der zweiten Gruppe, okay? Okay. Also, Herr Senkel beginnt und ich zeige euch, wann ihr dran seid. Ganz von oben fallen bunte Lachen, alle Töne runter. Lachen alle Töne runter. Nein, nein, du Schlingel hast nicht recht gezählt. Noch einmal fang ich an. Gib Acht, dass du nicht fehlst. Okay, also das heißt, ich warte jetzt ein bisschen länger. Ja. Ganz von oben fallen runter, lachen alle Töne runter. Dieses ist das Fundament, dass man unser Lied erkennt. Nun, was ist das? Wo bleibt ihr? Sind die stumm? Fürwahr, du bist doch ochsenmäßig dumm. Passt auf, acht Takte singe ich allein. Dann fällt die erste Gruppe ein. Okay, also du singst acht Takte alleine und dann erst wir. Ja. Jetzt hab ich's kapiert. Entschuldigung. Ja. Und los. Ganz von oben fallen munter, lachend alle Töne runter. Dieses ist das Fundament, dass man unser Lied erkennt. Ganz von oben fallen munter, lachend alle Töne runter. Dieses ist das Fundament, dass man unser Lied erkennt. Ganz von oben fallen munter. Ja, die Kinder haben ganz toll gesungen. Die singen richtig schön. Aber, Herr Senkel, du wolltest uns einen Kanon zeigen. Hat er uns einen Kanon gezeigt? Nein. Wir haben in einer Gruppe gesungen und immer zusammen. Wir das war so kleinlich, kleinlichst. Aber wenn die Aufgabe doch von Ihnen war, einen Kanon zu singen, Details, dann haben wir Details. Haben wir keinen Kanon gehabt. Also das bedeutet, dass wir leider wieder ein Nein ankreuzen. Aber es gibt ja noch eine kleine Zusatzaufgabe. Und zwar, Herr Senkel, jetzt sollst du überlegen, wie haben die Kinder gesungen, wie haben die Kinder reagiert, waren die richtig gut dabei und was können wir vielleicht noch verbessern? Kannst du uns dazu was sagen? Es hätte noch viel lieblicher geklungen,
wofern ihr Zwerten und Jungen, so wie es sich gebührt, nur hättet recht pausiert. Es wär kein Wunder nicht, wenn ich bald Übelkeit und Gicht aus Ärgernis bekommen hätte. Bald schreit ihr um die Wette. Bald trefft ihr keinen Ton. Ihr bringt mich noch ums Leben. Fürwahr, ich zittere schon. Ich kann vor Zorn den Takt kaum geben. Es darf doch wohl nicht wahr sein, das ist doch hochoberpeinlich. Ich komme hier rein als ehrenwerter Meister und jetzt das. Jetzt weint er richtig. Oh, Kinder. Der war doch eigentlich am Anfang richtig gut, ne? Der hat so richtig schön gesungen. Allerdings. Und jetzt ist er total frustriert. Wer von euch ist der Meinung, wir sollten ihm noch eine Chance geben? Okay, ich gehe mal rüber. Herr Senke? Ja? Pass mal auf. Das war gar nicht so schlimm, was du dir... Also, du hast am Anfang so richtig gut gesungen und die Kinder haben auch gesagt, du sollst noch eine Chance haben. Weißt du was? Sing uns doch mal was aus deinem Leben vor. Was machst du am allerliebsten? Ach, das will doch keiner mehr hören. Doch. Hörst du? Doch, die Kinder wollen dich ja auch besser kennenlernen und vielleicht traust du dich dann auch ein bisschen mehr. Und der Anfang war richtig gut. Komm, gib uns noch einen Einblick in das, was dir am allerliebsten ist und was dir am allerwichtigsten ist. Erzähl uns doch von der Arbeit und vom Singen. Na gut. Probier mal. Und Kinder, wir hören jetzt mal ganz genau zu und vielleicht erzählt uns Herr Senkel, was mit ihm los ist, weil ich bin im Moment etwas ratlos. Was stimmt mit ihm nicht? Und wir müssen langsam mal rauskriegen, warum klappt so wenig heute bei ihm. Vielleicht erklärt er es uns jetzt. Wenn der Schuhmeister singet, so klingt es wunderschön. Wenn der Schuhmeister singet, so klingt es wunderschön, so klingt es wunderschön, wunderschön. Wunderschön, so klingt es wunderschön. Wenn der Schuhmeister singet, so klingt es wunderschön. Wenn der So klingt es wunderschön. So klingt es wunderschön. Wer von euch hat genau hingehört, was der gesungen hat? Wovon hat der gesungen? Er hat über seine Schuhe gesungen und was? Ja, natürlich. Was hat das zu bedeuten, Herr Senkel? Ja, Schuhe. Das ist mein Beruf. Wie? Meisterprüfung 1681. Sag nur, du bist Schuhmeister. Ja, natürlich bin ich Schuhmeister. Was denn sonst? Wir suchen einen singenden Schulmeister, der die Schule geht. Schule? Also, Sie meinen Schule im Sinne von L. Schule im Sinne von L, genau. Ach so. Ich deswegen, bin aber ein Esel, das ist ein lustiger Zufall. Deswegen kann der auch gar nicht mit Kindern singen üben, weil der war ja nie in der Schule und hat das nie geübt. Naja, erste Klasse, zweite Klasse war ich schon. Ach so, ja, aber als Kind. Ja, natürlich als Kind.
Ja, und wieso hast du dich jetzt hier beworben? Ja, meine Frau Mutti, die sagt immer, Junge, mach mal was Ordentliches, nicht immer nur Playstation. Und dann hat sie in der Zeitung vorgelesen, singender Schuhmeister besucht und sie nuschelt sehr stark. Meine Frau Mutter müsste wissen, schlechte Aussprache. Und ich dachte, singend Schuhmeister, Rolle meines Lebens, da muss ich hin. Und jetzt bin ich hier. Also, was machen wir denn jetzt? Aber Kinder, ich habe eine Idee. Der ist ja gar nicht so schlecht, weil der singt ja ziemlich gut. Und wenn wir den noch ein bisschen unterstützen, wenn wir dem noch ein bisschen was beibringen, dann könnte da noch was draus werden. Die Frau Mutter hat gesagt, du bist ein richtiger Esel. Ein richtiger Asinus, sagt sie immer. Asinus, ja, das lateinische Wort für Esel. A-si-nus. Könnt ihr mal mitmachen? A-si-nus. Das lateinische Eselswort. Und der Esel, der ruft tatsächlich im nächsten Musikstück, was wir dir noch zeigen können, ruft er auch. Könnt ihr ein bisschen mal spielen? Wie oft hast du es gehört? Zweimal. Wie oft hast du gehört? Du? Wer hat noch zwei gehört? Ich habe auch zwei gehört. Also, der ruft I-A, I-A, ein A-Si-Nuss. Könnt ihr mal mitmachen? Oh. I-A, I-A, ein A-Si-Nuss. Okay, im nächsten Lied funktioniert das so, dass wir damit anfangen mit zweimal Eselsrufen und immer wenn das Wort A-Si-Nuss kommt, sollt ihr das zeigen und mitzählen. Wie oft kommt im nächsten Stück das Wort A-Si-Nuss vor? Und manchmal ist das A sehr lang. Da zeigen wir ein sehr langes A und es dauert ganz lange, bis das I und das U kommt. Da hören wir rauf, was Herr Senkelmann, und zählt mal, wie oft hört ihr A-Si-Nuss im nächsten Stück. Und wenn wir die Gelegenheit haben, zeigen wir Herrn Senkel noch, wo sind die großen Pulsschläge in der Musik, dass er das auch noch schnell lernt. Wir beginnen mit zweimal Eselsruf. Achtung! Und I-A, I-A, ein A-Si-Nuss. Wer die Musik nicht liebt und ehret, wer diese Kunst nicht gerne hört, der ist und bleibt ein Asinus. Der ist und bleibt ein Asinus. Der ist und bleibt ein Asinus. I-A, I-A. Ein Asinus, I-A, I-A, ein Asinus. Senke, mach die großen Pulsschläge mal mit. Und jetzt die kleinen. Super. Wer die Musik nicht liebt und ehret, wer diese Kunst nicht gerne hört, der ist und bleibt ein Asinus. Der ist und bleibt ein Asinus. Ein Asinus, ein Asinus, I-A, I-A, ein Asinus, I-A, I-A, ein Asinus, us, us, us. Herr Senkel, das war ja ziemlich gut. Wow. Wer hat mitgezählt? Wer hat 15 Mal Asinus gehört? Wer hat 14 Mal gehört? 13? 12? 11? 10? 9? Es waren tatsächlich 12 Mal. 12 Mal Asinus waren in dem Lied drin und Herr Senkel hat die großen und kleinen Pulsschläge richtig gut hingekriegt. Und damit wir ihn tatsächlich jetzt in die Schule schicken können, muss er noch eine Sache lernen. Herr Senkel, das mit dem Kanon hat ja vorhin nicht geklappt. Ne?
Aber das war auch kein gutes Lied für den Kanon, weil das geht nicht richtig gut im Kanon. Aber wir können jetzt mal mit dir üben, wie macht man das mit zwei Gruppen hintereinander? Das ist eine gute Vorübung. Alle Jungs mal bitte die Arme hochheben. Alle Jungs. Jungs, ihr seid Gruppe 2. Die singen mit Herrn Senkel. Ja. Mädchen, alle Arme hoch. Mädchen sind Gruppe 1, die singen mit mir. Ich fang mit den Mädchen an und die Jungs kommen dann, wenn Herr Senkel den Einsatz gibt. Mädchen erst mit mir. Achtung. Ganz von oben. Und. Ganz von oben fallen und dann lachen alle Töne runter. Dass man unser Lied erkennt. Ganz von oben fallen runter, nach alle Töne runter. Dieses ist das Fundament, dass man unser Lied erkennt. Ganz von oben fallen runter, nach alle Töne runter. Dieses ist das Fundament, dass man unser Lied erkennt. Ganz von Applaus für Herrn Senkel. Herr Senkel, damit du heute auch dran denken kannst, wie toll du dich eigentlich am Schluss hier noch präsentiert hast, bekommst du den großen Asinus-Preis der Schule heute. Vielen Dank. Dass du heute hier unbedingt auch mit dem Gefühl rausgehst, du kannst das gut. Und wenn du noch mehr lernst, dann wirst du ein toller singender Schulmeister, der sogar Schuhe machen kann. Einen großen Applaus nochmal für Herrn Senkel. Und einen großen Applaus für die Musiker. Und ich danke euch, dass ihr heute Morgen da wart und vor allem mitgeholfen habt, heute zu gucken, wie könnt ihr Herrn Senkel zeigen, dass er doch noch richtig gut singen und Musik machen kann. Und ich glaube, ihr habt ihm sehr geholfen und er ist extrem glücklich, dass er heute hier bei euch war. Dankeschön und tschüss!